Hallo Deri und tschüss wieder zu einem neuen Let's Play. Und zwar zu Before We Believe. Leider gibt es kein Intro dazu, wie ich jetzt, beziehungsweise ich habe ganz gefunden. Mit dem glaube ich einen Sound ein bisschen leiser machen. Audio. Genau. Dann würde ich mal sagen, wir gehen mal in die Einführung rein und schauen wir uns, ob die Spiel funktioniert. Hexagon-Spielfeld, okay. Endlich ist es soweit, nach einer ewig anmutenden Zeit kommen deine Bürger aus dem unterirdischen Schutzraum wieder an die Oberfläche. Also fast wie ein Zaun, ne? Halte die rechte Maus gedrückt, um dich mit deiner neuen Heimat zu bewegen und zoome mit dem Mausrad hinein und heraus. Wow. Geben wir deinen Bürgern ein Zuhause, indem wir Straßen und Hütten bauen. Alle Gebäude müssen an einer bestehenden Straße platziert werden. Das schaut echt interessant aus. Okay. Das ist sehr gewöhnungsbedürftig. Das ist so ultra rund. Das ist sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Okay. Weitere Hütten, baue drei Kachelstraßen. Achso. Das habe ich gerade gar nicht gesehen. Das ist Wahnsinn. Boah. Das hat mich ein bisschen stört, dass man es nicht einfach. Ah, okay. Okay, dann haben wir die dritte. Ist irgendwo Speed-Einstellungen, wie schnell das alles hier läuft, oder? Ich glaube nicht, gell? Dorf errichten. Klasse, der Schutzraum produziert zwar langsam Nahrung und Wasser, aber du brauchst mehr und zwar schnell. Was wir brauchen wir? Einen Baronin. Bauen wir jetzt mit euch. Müssen wir das auch an Felder? Ah, okay, dann müssen wir das auch. Da unten auch noch eins bauen. Genau. Aha. Es ist produziert Bewohner anscheinend. Oder wie? Ich muss eine Holzflöte errichten, um Baumaterial zu erhalten. Tastiere sie in der Nähe von Bäumen, damit du schnell an Holz kommst. Das ist dann 3, 1. Das war dann sinnvoll irgendwo, wo nun nichts Ding ist, gell? Irgendwie da dann. Oder da. Okay, dann machen wir. Dann.
zwar ein bisschen weiter weg, aber schon, ich finde das schon witzig, wie das ausschaut. Dieses Hexagon-Dinger. Das wird ja nicht. Das wird ja nicht. Ich bin jetzt gewohnt, dass man irgendwie. Ich sehe jetzt schon was sehr Interessantes. Was ist das? Wir können Planeten wechseln oder was? Nun brauchen deine Bürger Hilfe, um die Überlebensstrategien ihrer Vorfahren neu zu erlernen. Baue eine Entdeckerhütte, um Gegenstände aus Haufen Urtechnik zu sammeln und errichte eine Bibliothek, um ihr Wissen zu erweitern und zu bewahren. Das da dann aber. So. Und so. Oh, du hast mit deinen letzten Steinen den Brunnen gebaut. Und jetzt findet die Bibliothek mehr. Lass uns das in Ordnung bringen. Zertrümmer mit Abrisswerkzeug einige Felsen und Steine für den Bau zu gewinnen. Werde das Abrisswerkzeug und klicke auf die Felsen, die du entfernen möchtest. Felsen zu zertrümmern ist harte Arbeit. Du musst also ein wenig warten, bis deine Bürger damit fertig sind. Okay. Okay. Super, jetzt haben wir die Steine, die wir brauchen. Du kannst auch Wälder mit Hilfe der Abrissfunktion roden, aber anders als Wälder, in denen der Holzfäller arbeitet, wachsen abgerissene Wälder nicht nach. Reiße also nur so viele ab, wie nötig ist, um Platz zum Bauen zu schaffen. Kleiner Tipp, wenn du neue Straßen legst oder Dinge abreißt, kannst du klicken und ziehen, um eine lange Straße zu bauen. Oder ein Gebiet abreißen, das spart ordentlich Zeit. Okay. Gut. Voll enthält eine Laune. Okay. Ah, da kann man dann forschen. So ist es. Okay, okay. Das ist ja witzig. Das Dorf steht jetzt. Wir können uns also größeren Zielen zuwenden. Wir werden mit einem Schiff die Welt erkunden. Um ein Schiff zu bauen, benötigst du unter anderem mehr Werkzeug. In der Nähe befindet sich ein uraltes Metallgebilde, das der Legende noch ein Ding in ein anderes verwandeln kann. Vielleicht hilft das. Umwandler. Ah, okay, so ein Umwandler. Interessant. Ah, da. Oh, gibt kein Hotkey dafür. Oder wie? Okay. Lol, man kann also immer am Dock bleiben. Immer die Hälfte vom Planeten. Wenn man nicht mehr annähernd die Hälfte vom Planeten gefunden. Uraltes Wissen erlangen. Es ist Zeit zu büffeln. Deine Bürger können nun die Bibliothek nutzen und sollten erforschen, wie man Steine und andere Mineralien sammelt, damit sie das Schiff reparieren können. Aber zuerst solltest du dir die Steuerung des Spieltempos ansehen. Oben links auf dem Bildschirm sind Schaltflächen, mit denen du die Zeit anhalten oder beschleunigen kannst. Probier es jetzt mal aus. Stein ist eine wichtige Ressource, die in den Bergen des Hochlands abgebaut werden muss. Aber dazu musst du erst hinaufkommen. Erforsche Aufzüge und baue dann einen an der Felswand.
Okay. Dies finde ich gut. Dies finde ich schon einiges besser. Platziere deinen Aufzug an einem Ort, wo von dem aus du einen großen Bereich des Hochlands erreichen würdest. Erreichen kannst, Entschuldigung. Der Zugang zu den Bergen und den rostenden Kolossen dort oben gewährt. Auch Aufzüge müssen an einer Straße gerichtet werden, also denke daran, eine Straße bis zu der Stelle zu bauen, an der du sie platzieren willst. Vergiss nicht, mehr Werkzeuge mit dem Umwandler herzustellen, wenn sie dir ausgehen. Okay, also 5 von 1. Aber vielleicht. War eigentlich der beste Spot für das, aber ich würde es dann eher da mal herbauen. Okay, wir können jetzt aber nebenbei nur erforschen, ne? Würde ich dir bitte. Was stört der Uhelter Gebäude? Ernsthaft. Na, es lässt mir jetzt nicht forschen, okay. Okay, verstehe, ist ein Tutorial mehr oder weniger. Was mich noch nicht erforschen lässt, ist natürlich ganz normal. Das Hochland ist jetzt zugänglich, also überlege dir, wie du deine Bürger dazu bringen kannst, Stein abzubauen. Bergbau müssen wir jetzt erforschen. Da kommt einiges dazu, habe ich das Gefühl. Es ist Zeit, einen Steinbruch zu errichten. Wichtig, der Steinbruch muss neben einem Berg und an einer Straße gebaut werden. Es kann also sein, dass du eine Straße von deinem Aufzug zu dem Berg bauen musst, von dem du aber abbauen willst. Der Steinbruch ist auch ein Gebäude, das seine Umgebung verschmutzt. Verschmutzung wirkt sich darauf aus, wie zufrieden deine Bürger sind und wie effizient sie arbeiten. Wähle mit Bedacht, wo du Gebäude platzierst, die ihre Umgebung verschmutzen. Okay. Was ist das da? Rostender Koloss, okay. Boulder aus. Okay. Schaut schon ein bisschen weird aus. Relativ verschiedene Kacheln. Oh, interessant. Können wir wahrscheinlich nichts frei erforschen, oder? Nö, können wir nicht. Bis jetzt zumindest nicht. Später dann wahrscheinlich schon. Ich darf bloß gerne mal kurz was wissen, wie es mit. Tempo. Ja, das ist schon sehr plus minus. Das ist einfach. Das ist einfach dumm. Muss ich wirklich sagen. So, komm schon. So. Deine Bürger bauen jetzt Steine ab. Du bist also auf dem besten Weg, die Siegel zu setzen und neues Land zu entdecken. Bevor es dazu kommt, musst du aber erst alte Geräte reparieren und das alte Schiff an der Küste seetüchtig machen. Das Problem ist, dass du wirklich nicht über 1, 2, 3 das machst. Sondern anders.
So, ich dachte gerne nochmal. Häuser mal schnell herbauen. Genau, da bauen wir mich nur ein Haus her. Genau, das könnt ihr jetzt mal erforschen. Werkzeuge herstellen. Ausgezeichnet. Die Reparaturschutz wird eine Menge Bürger und Ressourcen erfordern. Vergrößere die Zahl deiner Bürger, damit die Arbeit schneller voranstatten geht. Je nachdem, was neben ihnen steht. Zum Beispiel können Hütten, die neben anderen Hütten stehen, mehr Bürger beherbergen. Aber ein Brunnen, der neben so einer Hütte steht, wird langsamer Wasser produzieren. Wenn du ein Gebäude platzierst, siehst du in der Vorschau alle potenziellen Bohnen, die ich alle spiele. Da steht das. Okay, jetzt müssen wir mal ganz kurz mal X machen. Dann mit diesem abreißen. Natürlich da aber natürlich da ein Weg hinter. Dass ich da mehr Häuser bauen kann. Ist ja irgendwie logisch, ne? Das haben wir. Ich schneide meine Straße. Ja, diesmal noch weg. Steine. Okay. So, dann nehmen wir da unten einmal abreißen. Dann haben wir da Platz für unser Zeug. Dann können wir da Felder her. Felder, Felder, Felder. Weg. Kommt dann da her. Genau, dann können wir da überall Felder machen. Zwei Felder. Perfekt. Da kommt dann. Da kommt dann. Werkzeuge. Wow, deine Bürger häufen jede Menge Material an. Lass uns ein Lagerhaus erforschen und bauen, damit wir diese überschüssigen Ressourcen lagern können. Der Bau des Lagerhauses erfordert zwei Kacheln. Aha. Fünf Sekunden. So. Ah, das ist der Aufzug, okay. Das bauen wir natürlich direkt daher.
Okay, ja, das müssen wir wahrscheinlich nur reparieren. Ist da wieder keine Straße mehr? Irgendwie cool finden, wenn du sie dann noch einstellen kannst, bitte Bono aufforsten oder so. Ja, bestimmt auch noch irgendwie eine Möglichkeit sein. Gott, wow. Das ist witzig, dass es wirklich vier verschiedene Farben gibt. Und wir können von da aus ja noch nicht mehr alle machen. Ich überlege gerade, ich glaube, dies ist einfach in der falschen Position. Das ist nicht so ultra doof ausschauen. Warte mal. Wie kann man verbessern? Na, ja, noch nicht. Reingehen kann ein bisschen, wenn man mal sagt, jo, wie macht man da noch eine? Ja, vielleicht gar nicht so doof. Das ist lustig, Leertasten ist Pause, aber alles andere ist nicht wie bei normalen Spielen. Kann man da einstellen, dass es Priorität hat? Okay. Gehen wir mal ein bisschen Speed. Wie lange kann das dauern, gell? Einfach nicht geschaut, was fehlt, ne? Ja.
verstehe aber nicht so ganz. Relativ viel Holz eigentlich. Warum das nicht gescheit funktioniert. Jetzt ist fertig. Okay. Jetzt ist es aber ultra laut, ne? Jetzt ist es ultra laut. Jetzt habe ich vorher das Audio schon übertragen, jetzt ist es voll ultra laut. Aber es ist sau leise. Dann ist es viel zu laut. Das macht doch überhaupt keinen Sinn, das ist Musik. Das geht doch nicht vom Ding aus. Mein Gott. Ja gut, dann mache ich jetzt mal hier so ein bisschen lauter. Okay, also. Werkzeuge herstellen. Bald kannst du das Schiff reparieren. Du brauchst eine bessere Quelle für Werkzeuge als den Umwandler. Es ist in der Zeit, im Hochlein nach Eisen zu suchen. Okay, dann brauchen wir wahrscheinlich... Forsche Metallverarbeitung. Dann können wir da Metall abbauen. Nicht da eine Nummer machen. Weil es macht einfach keinen Sinn, die ganze Zeit umzuwandeln, meiner Meinung. Also es fehlen auf alle Fälle nur noch Strom und Werkzeuge fürs Schiff. Aber da wir Strom brauchen, brauchen wir dies. Und für Strom braucht man nur Werkzeuge eigentlich. Interessant. Eisenwerk, Werkzeugschmiede. Steht da irgendwas dabei? Steht das Eisen und Holz hier unten? So, was haben wir denn da? Werkzeuge herstellen. Um das Eisen zu Werkzeugen zu verarbeiten, benötigst du ein Eisenwerk und eine Werkzeugschmiede. Das sind spezielle Gebäude, die Strom benötigen. Zum Glück haben deine Bürger ein altes Kraftwerk in der Nähe des Dorfes gefunden. Repariere das zerstörte Kraftwerk und baue dann ein Eisenwerk und eine Werkzeugschmiede. Bis alles steht, musst du weiterhin Werkzeuge mit dem Umwandler herstellen. Okay. Das doch geht öfter. Denken, dass du da so. Dass du so. Routiniert hast. Das war ganz cool. Ich bin doch dabei. Ich muss schon sagen, dass mit einem Plus-Minus-Umstände sind so meins. Muss ich ehrlich sagen. Finde die einfach nicht so passend.
Information. Für so ein kleines Dorf ist hier eine Menge los. Schauen wir uns an, was dir alles zur Verwaltung deiner Siedlungen und Bürger zur Verfügung steht. Klicke auf die Inseldetailschaltfläche. Das ist die große grüne mit dem Namen der Insel drauf. Bing. In diesem Bereich findest du eine Menge Informationen, die du nach Bedarf erkunden kannst. Sie sind unter dem Reiter Ressourcen, Bürger und Gebäude angeordnet. Schau dir erst einmal Details zu den Bürgern an. Hier siehst du alle Bürger, die auf deiner Insel leben, sowie die Dinge, die sie tun und ein Diagramm, das zeigt, wie zufrieden sie sind. Klicke auf das Diagramm, wenn du es vergrößern möchtest. Es gibt aber noch viel anderes zu sehen, also schließe die Inseldetails mit der Schaltfläche Schließen oder indem du außerhalb des Fensters klickst. Du kannst dir eine Reihe von Einblendungen ansehen, die dir Informationen direkt auf der Planetenoberfläche anzeigen. Klicke auf Einblendungsschaltflächen unten in der Ecke und wähle eine der Einblendungen aus. Ah, okay. Ausgezeichnet. Hier gibt es alle möglichen Informationen darüber, wie sich die Verschmutzung über deine Insel ausbreitet. Wie zufrieden deine Bürger sind, wie die Ressourcen fließen und vieles mehr. Es gibt Tooltips auf allen Schaltflächen, die dir mehr Informationen darüber geben, was dir angezeigt wird. Schließe jetzt das Einblendungsmenü, um zur normalen Ansicht zurückzukehren. Zu guter Letzt erhältst du in der oberen Leiste detaillierte Informationen über die einzelnen Ressourcen und deren Verteilung. Lass uns einen Blick auf eine davon werfen, vielleicht auf deine Werkzeuge. Klicke auf Produktionsressourcen Schaltfläche und dann auf die Schaltfläche Werkzeuge. Was ist jetzt das? Ah, da. Hier wird uns eine ganze Menge angezeigt. Es gibt eine Linie, die anzeigt, welche Mengen der Ressourcen du auf der Insel zur Verfügung hast, sowie das Maximum, das du davon lagern kannst. Eine Linie, die anzeigt, welche Menge der Ressource für die Verwendung, zum Beispiel für den Bau oder die Produktion einer anderen Ressourcen, vorgesehen ist. Aktionen, die du ausführen kannst. Du kannst die Einblendungen Ressourcenströme und Ressourcenlagerung für diese Ressource einschalten. Wenn du eines der Linien, die Liniendiagramme anklickst, springst du mit jedem Klick zu einem Gebäude auf der Insel, das dieser Abschnitt beschreibt. Der kleine Schieberegler unter der Linie verfügbar erlaubt es dir, eine Menge festzulegen, die für Transport und Bautätigkeit reserviert ist. Das ist sehr nützlich, wenn du eine bestimmte Menge einer Ressource, die deine Bürger ständig verbrauchen, auf eine andere Insel verschiffen oder für den Bau von Gebäuden aufbewahren willst. Probiere sie aus und schließe dann die Anzeige, indem du auf die Schaltfläche in der oberen Leiste klickst, die sie geöffnet hat. Oh, das ist sehr viel Information, bevor du überhaupt mal schaust, wie das ausschaut. Okay. Das ist interessant. Ich dachte, das ist so ein extra Ding. Quasi kundenlos, dass du irgendwas anschauen kannst. Deine Bürger werden unzufrieden. Sie arbeiten hart und haben mit der Verschmutzung durch einige Gebäude zu kämpfen. Unzufriedene Bürger laufen und arbeiten langsamer. Es lohnt sich also, sie bei Laune zu halten. Du siehst die Zufriedenheit deiner Bürger unter Details im Fenster von eben. Du kannst auch einzelne Bürger durch Klicken auswählen und dir das kleine Zufriedenheitsdiagramm unten auf ihrer Karte ansehen. Wenn eine Bevölkerung 240 übersteigt, erhalten deine Bürger Zufriedenheit. Bürger, ihre Erwartungen steigen. Ich verstehe es nicht so ganz. Ist dies jetzt gut oder ist dies gut? Hä? Für mich ist grün immer gut und rot schlecht. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht.
Okay, weil dann können wir das nämlich, glaube ich, machen. Eisenwerk, Werkzeugschmiede. Genau. Naja, stimmt, das ist ja doch nicht so. Wir haben es lieber umständlich gemacht, plus minus. Den wir noch mal ein bisschen umwandeln. Aber ich sehe gerade, wir haben ja komplett drüber schon wieder. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Wir sehen uns dann morgen bei der nächsten Folge von Before We Leave. Also, Hobby, Deri.